willkommen zu diesem etwas talklastigeren Video. Mein Auslandsjahr ist nun schon beinahe auf der Zielgeraden. Es sind irgendwie nur noch 10 Wochen. Und das hat mich zur Überlegung gebracht, was ich hier eigentlich alles gelernt habe. Und es sind einige wertvolle Lektionen und Erfahrungen, die man hier mitnimmt. Und die ganzen neuen Eindrücke hier machen nämlich schon was mit einem. Und ich dachte, ich rede mal heute ein bisschen drüber. Wenn euch mein Content gefällt, lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal und vergesst nicht, mein letztes Video bzw. meine letzten zwei Videos zu schauen. Die sind beide oben in der Ecke verlinkt. Sometimes you gotta do it. Ich glaube, viele kennen das, dass man einfach Dinge, die man zwar gerne machen würde, aber man hat so ein bisschen Angst davor, dass man einfach es nicht macht und lieber Nein sagt und es ein bisschen regretted, mehr oder weniger. Aber hier in Amerika habe ich wirklich gelernt, dass ich habe die Eigenschaft, schnell aufzugeben, weil ich nicht ausstehen kann, wenn ich nicht gut in etwas bin oder wenn mich niemand fragt, dann würde ich wirklich nichts erleben, weil ich hasse es, mich anderen aufzuzwängen, in Anführungszeichen. Dabei ist es eigentlich genau das Gegenteil von dem, wer ich sein möchte und was ich vermitteln möchte für andere. Und in Amerika ist es wirklich so, dass ich muss mich hier mehr oder weniger selber einladen. Ich habe gelernt, dass niemand wird auf mich zukommen und mich fragen, ob ich das machen will oder das machen will. Ich muss selber was machen. Und nur weil ich Angst habe, dass es weird ist oder dass ich mich jemandem aufzwinge, heißt es nicht. Also, weißt du, wenn jemand Nein sagt, kann die Person Nein sagen. Aber ich sollte wirklich damit aufhören, mein gesamtes Auslandsjahr zu überdenken, was jetzt andere von mir denken könnte, wenn ich die frage, ob ich mit denen mitfahren kann oder ob ich wirklich jetzt das bestellen will, nur weil das das teuerste im Restaurant ist. Nee, manchmal muss man einfach machen. Das gilt übrigens auch für Schüsseln kaufen und einmal am Straßenrand. Make it fancy always. Das Leben als Schülerin in Mississippi ist nicht naturally fancy oder aufregend wie vergleichbar mit einem Superstar. Vor allem nicht, wenn man auf dem Land lebt, kein Auto hat und selbst wenn man ein Auto hätte, die Benzinpreise nicht bezahlen könnte. Trotzdem mag ich es, alles fancy zu machen. Leftover Mac and Cheese ist 100-mal besser, wenn man extra Käse hinzufügt. Dein Tag ist so viel besser, wenn du frühmorgens zu Musik tanzt und dir was super Nices anziehst, auch wenn du komplett overdressed bist für Schule. Es ist egal. Und Pop-Tarts sollten getoastet werden vor dem Essen und die Füllung muss so heiß sein, dass der erste Bissen fast deine Zunge verbrennt. Nein, die unterste Stufe des Toasters ist nicht genug. Und man muss auch nicht immer ins Diner gehen, um Pancakes mit Syrup zu essen, aber ja. The term is living your best life. Romanticize your life. Happiness alone is just as valuable as happiness together. Ich habe gelernt, mit mir alleine klarzukommen. Und ich habe auch gelernt, dass nur im Bett liegen und Netflix und YouTube zu schauen nicht unbedingt gut ist, wenn man mit sich alleine klarkommen will. Also für mich, es macht mich nicht glücklich. Andere vielleicht, ich gehöre nicht dazu. Und ich kann euch wirklich nur sagen, fokussiert euch mal darauf, wie ihr euch in bestimmten Situationen fühlt. Und für mich ist mir hier viel einiges klargekommen, wie manche Situationen mich fühlen lassen. Und ich habe daraus gelernt. Und dass alleine sein und einsam nicht das gleiche ist. Ich bin nicht einsam. Man könnte mich 3 Wochen lang in einem Haus im Wald einsperren. Ich würde trotzdem jede Sekunde mit mir selbst genießen. Und jederzeit ziehe ich meine eigene Gesellschaft der von Leuten, die meine Social Battery killen, vor. Wie zum Beispiel, dass ich einfach morgens Erdbeermuffins backe. Wirklich, das war für mich so schön, so entspannt. Das Rezept habe ich ein bisschen verkackt, deswegen sind sie nicht 100%, wie ich es gewollt habe. Aber sie waren trotzdem super lecker, sie sind alle geworden. Ich beschwere mich nicht. I couldn't hide what I've been keeping inside, so I tried to deny it again. And tonight feels different. Maybe something is different in the air. Can't wait another minute. The anticipation getting to be too much to bear. Do you want? Me and stand alone.
Ja, neben den Erdbeermuffins habe ich dann auch noch meinen Mittag gemacht, as always. Und zwar so eine creamy Shroom-Linguine. Und ja, ich sage Shroom instead of Mushroom. Einfach weil ich es niedlicher finde. Das ist, was ich meine, so mit make it fancy, be unique. Und dafür habe ich erstmal ordentlich Zwiebeln karamellisieren lassen in ein bisschen Margarine. Und ja, ich meine ordentlich Zwiebeln. Und dann halt noch die Pilze hinzugefügt. Meine Muffins sahen so aus, also wirklich, wirklich gut. Auch wenn sie ein bisschen zu viel Milch drin hatten. Anyways, we don't care. Nein, also ich fand sie lecker. Von daher. Und ja, das war mein Fit. Und dann bin ich zur Schule gegangen. Und ja, ich fahre mit dem Schulbus. Unsere erste Chemiestunde ist ausgefallen und es waren alle so zuckersüß. Also, wir haben eine Kochklasse bei uns an der Schule und die haben mir und meiner Freundin einfach ein bisschen Cornbread gegeben. Und wir haben meine Muffins alle geteilt. Und unser APUS Government Lehrer hat uns dann sogar noch allen Kekse mitgebracht, weil wir den Kurs bestanden haben und die waren mega soft und super lecker. Und ja. Slow down, things can wait. Ich bin ein super ungeduldiger Mensch. Das ist eine meiner schlimmsten Eigenschaften. Ich kann mich auf Sachen genau eine Woche fokussieren. Ich muss immer alles sofort machen. Ich muss immer alles parat haben. Wenn ich eine Idee habe oder Interesse an einem Thema, dann muss das gleich passieren und das hält nicht länger als eine Woche. Und naja, mein Auslandsjahr ist halt nicht nur eine Woche, sondern 10 Monate lang. Also habe ich recht herausgefunden, dass man nicht alles in einer Woche schafft. Dass Dinge Zeit brauchen und sich einzuleben benötigt Zeit, Freunde zu finden braucht Zeit und häufig muss man auch mal auf den einen Moment warten. Ich habe einfach das Und komplett ich habe immer wieder 100 Ideen im Kopf, auch gerade, was ich in Deutschland machen möchte, könnte, aber ich muss halt darauf warten, bis ich wieder hier bin. Und ich sollte wirklich, wirklich nicht meine Erfahrungen hier in Amerika vermiesen lassen bei dem Gedanken daran, was ich im Juni in Deutschland machen kann. So funktioniert das irgendwie nicht. Und ich möchte euch wirklich einfach sagen, lasst das sacken. Ich glaube, es gibt einige Austauschschüler, die damit ein Problem haben. But once ago, you wish to be here, where you are now. Heute vor einem Jahr konnte ich es kaum erwarten, in den USA zu sein. Und umso mehr sollte ich die Zeit genießen, die ich hier habe. Und dann habe ich mir noch einen kurzen Good Night Snack gemacht. Das ist einfach nur eine halbe Banane in zwei Scheiben geschnitten, Peanut Butter draufgeschmiert, bisschen Zimt für den Kick und dann noch ein bisschen Schokolade. Und manche würden das jetzt Healthy Snickers oder so nennen, aber es war sehr gut. Am nächsten Morgen habe ich jedenfalls so eine Art Pasta-Salat gemacht mit Orzo-Nudeln und Tofu. Und ja, ich liebe Tofu. Und ja, Tofu ist das Beste auf der Welt. Man muss halt nur einfach wissen, wie man ihn würzt. Und man muss ihn auspressen. Yo. Ich jedenfalls liebe Tofu. Immer Sojasauce auf alles. Ich bin obsessed mit Sojasauce. War ich schon in Deutschland, ist hier nicht besser geworden. Ist es gesund? Wahrscheinlich nicht. Interessiert mich das? Nein, nicht wirklich. Und weil ich immer noch eine volle Obsession mit Tassenkuchen habe, genauso übrigens wie mit Cereal und Granola, aber das ist eine andere Geschichte, habe ich mir dann noch einen Tassenkuchen, so einen Schokoladentassenkuchen, zum Frühstück gemacht. Und weil ich auch immer noch Erdbeeren da habe, I love strawberries, habe ich dann so einen Erdbeertassenkuchen gemacht. War so semi von der Konsistenz her, aber es war unglaublich lecker. Und guckt euch die Schokolade an. Okay. Ja.
Ja, und dann habe ich mir später am Abend noch eine Baked Potato gemacht in der Mikrowelle. Also war sie gar nicht mehr baked, aber wie ihr sehen könnt, ist meine Kreativität in der Küche so ganz passabel. Ich arbeite halt mit, was ich habe und lasse mich einfach inspirieren von Instagram und von, was ich da habe. Weil, honestly, die ganzen Salate auf Instagram, in 99% der Fälle habe ich nur ein Drittel der Zutaten und muss deswegen eh irgendwie alles zusammenwürfeln. Und deswegen lasse ich das gleich bleiben und mache, worauf ich Hunger habe, mit, was ich da habe. Und ja, ich nehme so ein simples Abendbrot wie das und koche dann eine ganze Stunde dran. Das ist mir absolut wert. Das soll, so Kochsessions wie diese sind einfach die Highlights des Tages für mich. Und ich kann euch nur empfehlen, immer ein kleines Highlight in den Tag einzubauen. Gutes Essen, ein Workout, sich selbst Blumen kaufen, einen neuen Snack probieren oder einen Lieblingsfilm schauen. Solche kleinen Momente machen das Leben einfach so viel besser. Sie sind nicht teuer, nicht unerreichbar, aber sie haben so, so viel Wert. Und Social Media lässt uns denken, dass so ein Jet-Set-Life, Bikinis, teure Restaurants, was auch immer es ist, uns glücklich machen. Und dass nur sowas ein Highlight sein kann, was nicht in deiner Story postbar ist, ist ein Highlight. Das stimmt nicht. Du musst nicht alles in deiner Story posten, um es ein Highlight zu machen. Das hier war einfach mal heiße Schokolade. Konnte ich es in meiner Story posten? Nein. Konnte ich diese Kartoffel aus der Mikrowelle in meiner Story posten? Nein, weil es nur irgendein Weeknight-Dinner war. Aber für mich war das ein Highlight, genauso wie diese Schokolade, by the way. Die brauchte ich übrigens auch, weil ich ACT-Vorbereitungen gemacht habe, was jetzt auch nicht unbedingt das Schönste am Leben ist. Aber ich arbeite in meiner Zukunft und das gehört dazu. Und ich habe noch Basketball und ich mache bei den Drills mit und danach brauche ich einfach Comfort Food. Und ja, Porridge habe ich, wie gesagt, Granola Porridge. Ich liebe Frühstück in jeder Form, not gonna lie. Und das habe ich dann auch einfach gemacht. Ein bisschen Banane als Topping und Erdbeere, Seeds, Peanut Butter, Zimt und Granola. Wie gesagt, ich bin obsessed mit Granola. Und noch am selben Tag, es war super, super warm draußen, super schön, habe ich einfach nicht laut auf dem Bus gesungen, aber einfach mitgesungen zu meiner Musik. Die Leute auf dem Bus haben mich wahrscheinlich verrückt erklärt, aber ich bin an dem Punkt, wo es mich nicht mehr interessiert. Von daher, ja. Und am Abend war ich dann mit meinen Freunden oder mit Freundinnen bei einem Schönheitswettbewerb unserer Schule und ich finde das Konzept von Schönheit bei solchen Schönheitswettbewerben ein wenig seltsam. Also, die haben halt wirklich diese dramatischen Locken, die schimmernden Kleider, man spray-tannt sich den Tag vorher und ich passe da gar nicht rein. Trotzdem würde ich aber nicht sagen, dass ich deshalb nicht schön bin. Und all diese Mädels sind auch ohne ihren Spray-Tan und ohne ihr krasses Make-up wunderschön. Flowers are pretty and so are fairy lights, but they look nothing alike. Aber trotzdem, ich muss sagen, die waren alle super schön. Und als jemand, der mittlerweile auch Dress-Shopping war, heute, als ich dieses Audio aufnehme, kann ich sagen, ich kann irgendwo den Hype verstehen. If they tell me to. Und ja, mein letztes Mittag der Woche war gebratener Reis à la, was ich im Kühlschrank habe. Und dazu ganz, ganz viel Seasoning. Und ich habe da auch eigentlich einfach ein bisschen die Soße zusammengemischt, die wir halt da hatten. Und muss sagen, es war ziemlich lecker. Rezept gibt es nicht, weil, wie gesagt, was wir da hatten plus Spices, die wir da hatten. Aber ja, ich fand's absolut lecker. Hab's auf jeden Fall genossen. Und wir haben eine Mikrowelle bei uns an der Schule, die wir Schüler nutzen dürfen. Von daher richtig nice, wenn man sein Essen auch heiß essen kann. Und dann habe ich Kaiserschmarrn gemacht. Einfach mal so, weil Comfort Food ist einfach immer, was man braucht. Nicht nur, wenn man tatsächlich einen Comfort braucht. Es gibt keinen Moment für solche Dinge. Der Moment ist einfach immer da. Und dieser Kaiserschmarrn war nicht traditionell, wie man sehen kann. Ich habe eine kleine Dancing-Session eingebaut. Das hat ihn wahrscheinlich so lecker gemacht. Aber ich habe ihn in meiner gusseisernen Pfanne gemacht und ihn auch gleich aus meiner gusseisernen Pfanne gegessen. Because I'm a proud cast iron mom now. Ich liebe diese Pfanne unglaublich sehr. Aber ja, ich habe Kaiserschmarrn gemacht. Also einfach nur Pancake-Teig, to be honest. Und halt alles da reingemacht. Und ich habe auch ein paar Äpfel hinzugefügt, weil ich dachte so, ja, warum nicht? Und ja, das war Kaiserschmarrn. Und ja, ich bin ein bisschen chaotisch in der Küche. Aber das darf ich auch sein. Aufräumen ist hinterher wichtig. Das hat schon LeFloid gesagt. I'm afraid to ask for the help that I need so deep.
Ja, und aus nicht erklärlichen Gründen, beziehungsweise es war der letzte Schultag vor den Spring Break Ferien. Und ich habe erstmal zu Disney gedanced mit einem Kumpel, der mich immer zum anderen Campus fährt. Und aus nicht erklärlichen Gründen haben wir dann alle, statt tatsächlich Schule zu machen, bei den Leuten in der Spanischklasse gedanced. Und eigentlich wollte ich gar nicht tanzen, aber ich bin halt trotzdem in meinen Schatten gesprungen. Also richtige Entscheidung für meinen Serotoninspiegel. Am Abend gab es dann Ramen-Nudeln, weil ich die absolut liebe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Schaut bei meinen anderen Videos vorbei. Lasst ein Like und ein Abo da. Love you all, guys. Bye, friendos. Mm-hmm.